Es war das Spiel Istanbul-Başakşehir hier gegen Paris Saint-Germain. Der rumänische Schiedsrichter hat eine rassistische Äußerung gemacht zum Co-Trainer von Istanbul-Başakşehir. Die Spieler von PSG und Başakşehir haben das Spielfeld verlassen, weil sie Rassismus hassen, was ich auch gut finde. Am meisten das, was MAP und Neymar getan haben. Rassismus hat mit Fußball nichts zu tun. Und jetzt Politik in Fußball auch. Spanien, Georgien und Griechenland sehen Kosovo nicht als eigenen Staat an. Kosovo ist auch sehr neu. Das Land existiert seit 2008. Und Spanien will gegen Kosovo nicht antreten. Ich glaube, wenn Spanien gegen Kosovo nicht spielt, hat Kosovo schon mal 6 Punkte. Ja.